Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde! Ich bin's wieder, euer Head Benjamin, und ihr seid hier bei einem weiteren Resident Evil 1 HD Remake Let's Play! Ja, diesmal nehmen wir uns auf schwer, ja, die Seite von Chris an hier. Die gucken wir uns mal an, was da so alles anders ist. Und ich kann nur eins sagen, mit Chris wird es deutlich schwieriger. Aber diesmal mache ich es nicht alleine, denn mein Bruder ist auch hier. Wir werden uns abwechselnd, entweder wenn einer stirbt oder nach Parts oder keine Ahnung. So, wir machen jetzt einfach mal, ja, sehr einfach. Jetzt kann man das, wenn man das schon mal durchgespielt hat, auch mal in normaler Form sehen. Sonst war es immer so eine komische, ja, Umschreibung. Aber wenn man es einmal durchspielt, wie gesagt, schwer. Resident Evil. Resident Evil. Genau, hier haben wir den Chris, hier haben wir die Jill. Können wir das neuere Outfit aussuchen oder das ältere, aber wir belassen es mal, denke ich mal, beim alten Style. Ne? Retro hier, Chris Redfield. Und jetzt schauen wir uns mal das Intro an. Nachdem erstmal der Inhalt gespeichert wird, natürlich. Ja. Okay. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Have you found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare. This way. Willkommen im Überlebenshaus. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's
No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. So, und nun können wir uns doch endlich mal wieder im Spencer-Anwesen frei bewegen. Ja. Nochmal gucken. Okay, wir haben das Messer. Unsere Pistole ist ja, glaube ich, irgendwie bei der Flucht ja abhandengekommen. Wie wir sehen, hat Chris 2 Plätze weniger an Stauraum. Und ja, sein persönliches Item ist diesmal das Feuerzeug. Ja, anstatt so wie bei Jill hier die Dietriche. Das heißt, für jede Tür brauchen wir jetzt extra Dietriche. So. Okay, die Farbbänder lassen wir mal da liegen. Gucken uns sonst nochmal um. Die einzige Bewegung ist das stille Flackern der Kerzenflamme. Okay, soweit es geht, kennen wir das ja alles hier. Großer Schmutz verkrusteter Kugel. Ja, ich denke mal, wir werden auch nur die einzelnen Tagebucheinträge lesen etc. Ich denke mal, der andere Krempel, das habe ich ja schon in Jills LP gemacht hier, dass wir uns hier überall ja die Sachen angucken. Genau, das Wappen lassen wir auch nochmal hängen. Wir gucken jetzt erstmal, wo der Schuss herkam. Ah, der herrliche Türsequenz. So, genau. Ne, hier war es nicht. Genau, hier war es. So. Da. So, ja. Wir reden jetzt aber nicht mit ihm. Wir hauen jetzt direkt wieder ab, weil wir feige Säcke sind. Wie gesagt, wir... Ja, nee, wir reden jetzt nicht mit ihm. So einen kleinen Smalltalk. Nee, nee, das machen wir nicht. Wir hauen jetzt ab. Wir erinnern uns, bei Jill LP, da war ja hier Barry noch und... Ist ja eigentlich doch das Blut? Achso, das ist wahrscheinlich hier von diesem Kenneth da, oder wer das war. Auf dem Boden sind Blutflecken. Hoffentlich stammen sie nicht von ihren Freunden. Nee, das stammt von dem Typen draußen da. Haben wir auch gerade noch den Schuss gehört. Genau, jetzt rennen wir erstmal raus. Und mal gucken, was jetzt mit Jill und Wesley ist. Und where the fuck is Barry? Wesker? Jill? Where did they go? Das ist schon mal sehr wichtig. So, ich glaube, hier war sonst nichts mehr, oder? War hier unten vielleicht noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Hier war nichts. Hier war nur die komische Tür. Wo wir allerdings schon mal ein Geräusch hören. Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag. Ja, da hören wir es schon rascheln. Aber das hat uns jetzt nicht zu interessieren. Ja, wie gesagt, wir sind auch schwer. Mit Chris ist es nochmal deutlich schwieriger als mit Jill. Wie gesagt, wegen weniger Stauraum und wir haben auch nicht wirklich jede Waffe. Ich wähle jetzt trotzdem mal die Pistole aus. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Hier haben wir ja gleich die Karte, die wir uns erstmal holen. Ja. Und ich glaube auch unsere erste richtige Begegnung mit einem Zombie. Ja genau, da oben ist die Karte. Frau am Brunnen. Da oben ist es schon am Glitzern. Genau, da wollen wir dran. Bewegen wir unseren Arsch mal ein bisschen hier rüber. Ja, mein Bruder wieder die tolle Resident Evil-Logik. Wer packt da eine Karte rein? So ist das nun mal hier. Zack. Das ist das Spencer-Anwesen. Das wurde extra so gebaut. Mit vielen Fallen und Tricks und keine Ahnung. So. Da ist eine Karte von Villa Erdgeschoss. Mitnehmen, ja sicher. Genau, da sehen wir schon mal alles. Die grauen Türen, da waren wir noch nicht. Blau ist offen und rot ist verschlossen. So, genau. Die Räume, die noch rot markiert sind, da kann man noch irgendwelche Sachen finden. Aber das hat uns jetzt nicht zu interessieren. Achso, ja. Wir sollten es mal schlau machen. Wir schieben mal wieder die Kommode. Die Kommode. Schieben wir mal wieder davor. Weil wer, ja... mein erstes LP gesehen hat hier mit Jill, der weiß auch warum. Jetzt wird es direkt schon knifflig für mich. Wie gesagt, mit Chris muss man ein bisschen aufpassen. Ich versuche auch so wenig Munition zu verschwenden, wie es nur geht.
Ein düsteres Gemälde des Hauses. Ja, ich glaube, hier war auch dieser Geheimraum, wenn man den Schlüssel kriegt, dass man da neue Klamotten anziehen kann, etc. Okay, aber hier finden wir nur einen Selbstverteidigungsdolch. Genau. Ja, das brauchen wir uns nicht durchlesen. Ja, wenn wir angefallen werden, kann man entweder automatisch diese benutzen, ja, oder manuell. So. Da ist auch unser erster Flederlappenboy. Ich versuche den mal zu gehen. Wie gesagt, ich hatte ja schon ein bisschen Probleme mit der Steuerung. Mal gucken. Ja, der ist vor der Kommode gespawnt. Komm. Nein, ey, diese scheiß Kamera. Boah, da wechselt man dauernd die Richtung. Okay, das hat ja doch einigermaßen gut geklappt. Boah, ja, das ist das Einzige, was ich an Resident Evil wirklich an Kritik übe hier. Weil das ist ja eigentlich schon eine modernere Steuerung, sag ich mal. Achso, die Tür ist verschlossen, das Schwertsymbol. Hier können wir ja noch gar nicht rennen. Stimmt, wir müssen ja erstmal weitergehen. Stimmt ja, stimmt ja. Ja, aber wie gesagt, das ist immer blöd, wenn man den Knopf in eine Richtung hält und dann wechselt auf einmal der Bildschirm. Die Perspektive so um 180 Grad, sag ich mal, und dann reißt man immer, oder zumindest ich, automatisch immer den Steuerknüppel rum. Ja, und dann rennt man da so gesehen im Kreis und das ist besonders ärgerlich, wenn man halt vor so einem Zombie flüchtet. Aber das kann noch für ein oder andere witzige Momente sorgen. Das kann ja auch sein. Okay, hier haben wir das. Ja, okay, das können wir liegen lassen. Das komische Wappen hier, das können wir auch noch hier lassen. Das holen wir uns später alles mal. Wie gesagt, wir wollen ja jetzt am Anfang schon nicht unser Inventar so voll kloppen. Wir wollen ja so gesehen so viel... War doch einer. Hä? Der ist da hinten? Okay. Die Leiche ihres Kameraden Kenneth. Anscheinend hält er etwas fest. Kenneth Film. Das ist der Film, der Kenneth gehörte. Ich brauche einen Videorekorder, damit ich ihn ansehen kann. So. Ja, Blu-ray hier. USB. Die Leiche ist, kann man kennen, ihm ist anscheinend etwas an die Gurgel gegangen. Ja, das von ihm war auch gerade noch der Schuss zu hören. Das war nicht Barry, das war er. So, wir haben also auf jeden Fall einen Film. Der Film, der taucht auch, aber auch nie im Inventar auf, oder? Irgendwie, oder? Ja, wir haben noch den Film gekriegt, aber der taucht gar nicht im Inventar auf. Ja, da steckt da so ein, aber so ein ranziges Kraut nicht. Na, ist ja egal. Wir gehen jetzt erstmal weiter. So, was war hier nochmal? Ein großer Vogelkäfig, darin liegt ein toter Rabe. Die schönen Raben. Eine Leiche liegt auf dem Boden, so als sei sie plötzlich gestorben. Was zum Teufel ist im Haus vorgefallen? Ja, und hier haben wir auch ein popliges Kraut. Sollten wir das mitnehmen? Ja, das sollten wir mitnehmen. Noch haben wir ja noch genug Platz. Hier kann ja auch Jill und Chris was mit den Kräutern anfangen. In Resident Evil... Oh, ich hasse es. Resident Evil Zero, da konnte ja nur Rebecca die Kräuter mischen. Aber hier, ja, können es zum Glück beide. So. Und hier gibt es zum Glück auch diese Boxen noch. So, hier liegt schon mal so ein Crimson Head. Und aber auch eine Blume. Ich weiß gar nicht, finden wir irgendwo noch rote Kräuter? Ne, ich denke mal, wir werden uns einmal zu Anfang, ja, da hören wir schon, einmal hier eine kleine Heilpotion machen. So, hier werden wir die Zombies... Oh, jetzt habe ich, glaube ich, die Waffe weggepackt, oder? Ja, das war nicht so schlau. Ich glaube, wie ist das? Wo ist er denn? Ja, Munition, da sehen wir ihn schon. Den Affen. Komm mal her. Genau, wir werden es mal ein bisschen schlawinerisch machen. Hallo! Zieht sich mal an. Genau, jetzt hinter ihn gehen. Damit wir ein bisschen sparen. Genau, zack. Und um meinen Arsch rein! Komm, stirb. Stirb, du Hoden. Komm, bist du doof zum Umdrehen? Ha! Ja, seht ihr, da haben wir schon mal wieder ein, zwei Kugeln gespart. Kommt da Blut raus? Die Sau verarscht mich doch. Ich sehe da nichts. Doch, da kommt was raus. Ja. Ich hasse es, wenn die Kamera... So, hier haben wir auf jeden Fall noch so ein Fuzzi. So, deswegen nehmen wir auch nochmal unsere Waffe. Ich hoffe, wir können nochmal sparen. Wo ist er denn? Ah, das nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Hier, komm. Das ist wichtig. Zack, 15 Schuss. Das Ding können wir auch mal eben mitnehmen. Das ist eine Fallspitze. Ja, komm mal her damit. Ja, Objekte untersuchen, bla bla bla.
Tür, du Fuzzi. Ja, ich glaube, hier ist ganz gut. Oh, bitte ein Kopfschuss. Wie ihr wisst, gibt es in Resident Evil 1 ja auch noch diese schönen Crimson Heads. Das heißt, wir sollten so bald wie möglich hier in diesen Raum zurückkommen und wenigstens diese beiden Zombies, die ich jetzt hier gekillt habe, verbrennen. Du Arschloch! Hä? Ach, scheiße, warum bin ich da aufgehoben? Nein, 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 nein. Ja, egal, so. Zack. Ich hoffe, er hat mich nicht getroffen. Ist er tot? Ich glaube, er, ja, natürlich ist er tot. Er ist mit seinem Gesicht im Spiegel drin. Der muss tot sein. So, wir sind zum Glück noch gesund. Das habe ich ja jetzt nicht ganz so verkackt. Genau, nehme ich noch mal das. Dann, ne, hier. Genau, wir prüfen es mal eben. Wie gesagt, können wir die Sachen ein bisschen drehen und gucken. Die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Genau, Pfeilspitze. Die Pfeilspitze besteht aus Peridot, das wie Smaragd aussieht. Genau, jetzt haben wir die Pfeilspitze und können dann gleich allerhand Blödsinn damit anstellen. So, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Ich glaube, hier war zu. Genau, von der anderen Seite verschlossen und hier können wir jetzt was aufschließen. So, zack. Jetzt sind wir, glaube ich, über dem Speisesaal. Ja, im ersten Obergeschoss. Und, ja, da sind wir schon Schatten. Hier die alte Socke da hinten. Genau, die Tür ist verschlossen. Das Schwertzimmer. Ihn lassen wir jetzt allerdings am Leben, weil hier, das ist so gesehen, hier so ein kleiner Rundgang. Und, ja, da muss man ihn nicht extra töten, weil jeder getötete Zombie ist ein Crimson Head mehr. Und das wollen wir natürlich nicht. So. Ja, und mal gucken, wer später in den Zombie dann wieder reinläuft. Wahrscheinlich mein Bruder. Die alte Nuss. So. Jetzt mache ich aber noch mal eben was anderes. Ich schmeiß mal eben hier die Statue runter. Ja, da stöhnt er schon mal wieder. Genau, schieb mal weiter. Das Ding lassen wir dann allerdings auch unten liegen. Brauchen wir ja auch noch nicht. Bitte, Chris, komm. Genau. Und klatsch. Nur wo ist jetzt mein... Da ist er. Ja, ich kann zielen, um zu wissen, wo der ist, aber ich weiß ja nicht, wie weit der weg ist. So, komm mal mit. So, zack. Komm. Wie schön man auch hier weiterläuft. Ja, okay, das sollte eigentlich reichen. Der Blödmann folgt mir noch ein bisschen. Was? Ja, genau, wie gesagt, den lassen wir mal am Leben. So, jetzt dürften wir in der Haupthalle rauskommen, im ersten Obergeschoss. Gucken, was wir hier noch tun können. Wir haben ja bis jetzt so gesehen noch gar nichts. Wo war nochmal die Karte? Genau hier. Ja, von hier fehlt uns auch noch die Karte. Da können wir nicht rein. Wir können aber noch raus. Ich glaube, das sollte ich nochmal eben tun. Dann könnte ich auch schon mal den Part wieder beenden. 20 Minuten. Länger muss der Käse ja nicht gehen. So. Einmal runter, bitte. Ey, komm. Genau, zack, 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 zack. Ja, genau, hier gehe ich nochmal eben raus. So muss das sein. Zack. Genau. Jetzt sind wir also eine Art kleinen Friedhof, müssen allerdings auch aufpassen. Genau. Komm. Ihn will ich aber hier gerne töten, weil er mir auf den Sack geht irgendwie. Ich mag ihn einfach nicht. Ey, bitte, hallo. Oh, ist er schon tot? Was ist das denn für eine Wurst, ey? Junge, komm her. Ja, das, okay, das war ja easy. Ja, ihn könnten wir einfach umgehen, aber wenn ihr mal links an seinem Bein vorbeiguckt, dort ist noch, ja, Gewehrmunition. Die holen wir uns gleich, aber ihn tricksen wir einfach aus. Weil, wie gesagt, wir müssen hier so ein bisschen aufpassen auf unsere, ja, auf unseren Munitionshaushalt, sag ich mal. Und jetzt setzen wir erstmal die Pfeilspitze hier ein. Genau, da kommen wir nämlich hier in diese kleine Katakombe rein. So, ich hoffe mal, der Fuzzi da kommt jetzt nicht da raus, dass er uns gleich den Weg blockiert. Genau, ich glaube, hier kriegen wir auch unseren ersten Schlüssel. Genau, hier brauchen wir später diese komischen Todesmasken. Und hier befindet sich ja der Sarg, genau. Und hier befindet sich ein Buch. Ein Buch ist in die Einbuchtung eingepasst. Buch der Verfluchungen mitnehmen. Sicher. Ups. Jetzt hab ich falsch gedrückt. Das Necronomicon. Genau, das gucken wir uns mal eben an hier, den Spaß. So. Ah, da sehen wir auch schon einen Schlüssel.
In den Buchrücken ist ein Schlüssel eingebettet. Entfernen, ja, sie gehen. Sie haben folgendes Hausschlüssel. Es dürfte der Schwertschlüssel sein. Wir gucken uns das gleich nochmal an. So, was steht da? Buch der Verfluchungen. Die vier Masken. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, habe ich ja gerade erklärt. Die müssen wir alle dann später finden. Gucken wir uns nochmal eben, ja, vollständigkeitshalber den Schlüssel an. So. Da, Schwertschlüssel. Jetzt können wir alle Türen im Haus öffnen, die dieses Symbol haben. Also auch die Tür da, wo ich vorhin die Karte geholt habe. Jetzt gucken wir erst nochmal eben hier, weil ich möchte das ja jetzt doch gerne mitnehmen. Ah, die Steuer. Ja, komm mal hier, du Lappen. Komm her. Komm. Der ist schon ein bisschen dumm. Warte, wo kann ich den denn mal... Der wird mich sowieso anfallen. Ich kenne mich, Ochsen. Ne, komm mal hier hin, genau. Hier. Komm mal hier. Lol. Hii! Wer kotzt da erstmal, die alte Saubacke? Ja, genau. Hier will ich hin. Zack. Gewehrmunition. Ich hoffe, wir kommen jetzt noch schnell genug wieder zurück. Dass er uns hier nicht anömmelt. Nee. Komm mal hier. Oh, ich bin so hilflos. Oh, ich bin so hilflos. Easy. Easy as Apple Pie. So. Woher guckt mich gerade scheuert an. So, genau. Jetzt haben wir schon mal das. Und ich denke mal, bevor wir gleich, ja, den ersten Raum betreten, da mit dem Schwertschlüssel. Ich guck nochmal eben ins Inventar. Genau, wir haben alles voll. Den Schlüssel, das. Jetzt können wir auch fast kaum noch was mitnehmen. Ja, wie gesagt, zwei Schuss, dann ist schon mal ein Slot frei. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt erstmal den Part beenden. Okay, komm, wir gehen mal hier rein. Dann kann mein Bruder im nächsten Part weitermachen. Wie gesagt, er wird zocken. Ich werde kommentieren. Und das, ich denke mal, das bringt auch eine kleine neue Spannung mit rein. Wenn einer zum Beispiel alles richtig gut macht, Munition spart, Heilung spart und dann der andere dran ist und irgendwie die ganze Munition verballert und keine Ahnung und die Kräuter verballert und getroffen wird. Da hinten sehen wir den Zombie. Wie gesagt, wegen der Kommode kommt er natürlich nicht durch. Aber ich werde jetzt erstmal den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit Resident Evil 1 im Chris Run, dann seid doch, wie gesagt, bis bald wieder mit dabei. Bis dann, meine Freunde.